better stick together. Let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world. Gotta get it right now. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr sehen könnt, mache ich heute mal ein Style & Talk Video für euch. Ich hatte bei meinem Question & Answer Video gesagt, dass viele von euch einfach nicht mehr so gerne Make-up-Looks gucken. Und da kam auf einmal voll der Gegenwind. Und dass doch total viele Lust auf Make-up-Look hätten, vor allem so ein Style & Talk. Und das habe ich wirklich sehr lange nicht mehr gemacht und ich mag diese Videos eigentlich immer ganz gerne. Und ja, da ich mich eh jetzt fertig machen muss, dachte ich filme das Ganze für euch. Und es kann sein, dass ich während des Videos die Jacke ausziehen muss, weil es so unerträglich warm ist. Denn ich habe heute mal Kunstlicht aufgebaut, weil es einfach so stockdunkel draußen ist. Es ist, als wäre es irgendwie mitten in der Nacht gefühlt. Und das Wetter, muss ich sagen, demotiviert mich so ein bisschen. Ich bin den ganzen Tag müde und habe Kopfweh. Immer dieser Wetterumschwung macht mich sehr wetterfühlig, irgendwie, keine Ahnung. Und naja, auf jeden Fall habe ich Lust, mich zu schminken. Und ich habe viele neue Produkte. Und einige davon werde ich heute zum ersten Mal benutzen. Und welche das sind und was ich für einen Look schminken werde, ich habe selber noch keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Bleibt einfach dran. Oh, wie schön, dass mir jetzt auch gerade ein Pickel wächst und was für einer. Ich benutze als erstes einen Primer und zwar den von Laura Mercier. Den finde ich ganz gut, der ist auch jetzt schon relativ aufgebraucht, obwohl ich im Alltag eigentlich nicht immer Primer benutze. Ja, aber ich hab gemerkt, dass meine Poren immer größer werden. Voll schrecklich. Ich hatte damit früher gar keine Probleme, aber gerade so um diese Zone herum werden meine Poren immer größer. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Also ich weiß nicht, ob das altersbedingt ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall benutze ich daher auch gerne immer so einen Primer, der ein bisschen die Poren schließt. Und als Foundation, das teste ich jetzt das allererste Mal. Deswegen weiß ich auch nicht, ob die Farbe so hinhauen wird. Ich habe da verschiedene Farben geschickt bekommen von Love. Extraordinary Perfect Fluid Foundation. Und zwar ist das so ein Döschen mit einem Schwämmchen drin und die Foundation kommt hier in der Mitte raus, aus so einem Loch. Das heißt, man muss hier so drauf drücken und dann kommt das Produkt raus. Voll strange. Oh, die Farbe, glaube ich, passt eigentlich ganz gut, ist schon mal gut. Ist für mich sehr ungewohnt, mit so einem Schwämmchen das aufzutragen. Ich mache das ja eigentlich immer mit einem Pinsel. Ich gehe übrigens morgen endlich wieder zu meiner Wimpern- und Nagelfee. Oh ja, mein Nagel ist auch abgebrochen, also sieht echt schrecklich aus gerade. Nägel auffüllen und auch wieder die Lash Extensions machen. Ich kann einfach nicht ohne. Es sieht so schön aus und jeder, der das einmal hatte, weiß, dass es schwierig ist, dann wieder zurückzugehen. Das ist auch das, wo meine Mom immer so ein bisschen Angst vor hat, weil sie sagt immer, oh, sie findet es auch so toll. Aber sie hat so Angst, dass sie dann gar nicht mehr ohne kann. Das ist halt die Gefahr. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Extensions für die Haare oder ja, auch Nägel und so. Wenn man das einmal gewohnt ist und dann wieder so zum Ursprung zurückgeht. Es dauert ja auch immer so ein bisschen, bis sich dann der Naturnagel oder auch die Haare und auch die Wimpern dann wieder gewöhnen. Oder, was ist gewöhnen, bis die wieder sich erholen, das wollte ich sagen, von den Strapazen. Also die Foundation finde ich gar nicht schlecht. Ich finde die Foundation echt gut. Ich finde nur, dass es irgendwie ein bisschen länger dauert mit so einem Schwämmchen als mit einem Pinsel. Vielleicht kommt es mir jetzt auch nur so vor, aber sonst finde ich die gut, bis jetzt zumindest. Als Concealer nehme ich den Löscher von Maybelline und was habe ich denn da für eine Farbnummer überhaupt genommen? Ich habe auf jeden Fall versucht, ja, die hellste zu nehmen, 03 Fair. Ich glaube, das ist die hellste und der ist sehr, sehr gut, vor allem für trockene Haut und wie ihr mich kennt, ich habe sehr trockene Haut, immer. Und vor allem jetzt, wo es kühler wird draußen, merke ich es wieder extrem, wie meine Haut anfängt zu spannen und da muss ich gerade bei Concealer und so Produkten, die so ein bisschen die Haut auch manchmal austrocknen, aufpassen und der ist echt toll. Der ist auch von der Konsistenz her nicht so dick, finde ich, sondern ziemlich dünn und setzt sich dadurch auch nicht so in die Fältchen wie vielleicht andere Concealer. Feiert ihr eigentlich Halloween und habt ihr irgendwas geplant? Also wir wollen eine große Halloween-Party, was heißt eine große? Wir wollen eine Halloween-Party machen für die Kids. Hab ein paar Kinder eingeladen, hab mir jetzt wieder Deko ohne Ende geholt. Ihr wisst ja, ich liebe so ein Zeug, ne? So dekorieren und so, das macht mir ja voll Spaß. Und ja, die Kinder, die kommen, sind halt alle noch relativ klein. Ich sag mal so zwischen 1 und 3, also wirklich klein. Und wir machen das, glaube ich, wieder so wie letztes Jahr, dass die Kinder an der Tür klingeln und die dann halt Süßigkeiten verteilen. Und ich weiß nicht, je nachdem, wie kalt es sein wird, vielleicht gehen wir auch selber mal draußen rum. Aber das ist immer so niedlich, wenn die Kinder dann kommen und sich freuen, wenn jemand Süßigkeiten hat, weil ich weiß, dass viele da nicht so gut vorbereitet sind, war ich früher auch nicht. Aber seit ich weiß, dass die Kinder halt immer bei uns klingeln, vor allem wenn man dekoriert hat, dann wissen die, okay, da gibt es was zu holen. Okay, der Moment ist gekommen, ich muss meine Jacke ausziehen, mir ist einfach zu warm.
Der Bläser, den ich da gerade getragen habe, falls es jemanden interessiert, ist übrigens von Lofis. Ein sehr schönes Grün. Und mein Schmuck, weil da auch immer die Frage kommt, ist von meinem Punkt. Also die Kette und auch die längere Kette hier. Ja, mag ich total gerne. Ich finde die so schön herbstlich irgendwie, oder? Oder es könnten auch Schneeflocken für den Winter sein. Für meine Augenbrauen zum Nachzeichnen nehme ich von Anastasia Beverly Hills den Brow Wiz. Das ist ja mein Favorit so für die Augenbrauen und ich muss die immer noch so ein bisschen nachzeichnen. Gefällt mir dann irgendwie besser, vor allem jetzt, wo ich die Haare so dunkel trage. Ich bin noch am Überlegen, ob das Ganze nicht doch zu dunkel für mich ist, obwohl mittlerweile habe ich mich ganz gut dran gewöhnt, aber ich glaube, mir steht das Dunkle einfach nicht so, leider. Obwohl ich dunkle Haare sehr, sehr schön finde, aber an mir irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was gefällt denn euch besser? Schreibt es mir mal in die Kommentare, blond oder dunkel? Obwohl das ja ehrlich gesagt eigentlich meine Naturhaarfarbe ist, so dunkel. Mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, meinen Concealer zu setten. Dafür nehme ich das Translucent Powder von Love. Ich habe das von Laura Mercier jetzt meiner Mom gegeben, weil ich irgendwie finde, dass das mich extrem weiß unter den Augen macht. Keine Ahnung. Es reflektiert irgendwie so komisch bei mir. Wo das so schweineteuer war, das ärgert mich. Deswegen nehme ich lieber das hier. Und das finde ich auch richtig gut. Dass die Zeit mit dem Mittagsschlaf langsam vorbei ist. Und dann weiß ich nicht mehr, wie ich solche Art von Videos drehen soll. Dann werden wahrscheinlich erstmal nur Vlogs kommen, bis er in den Kindergarten geht, weil der lässt mich nicht in Ruhe filmen, ne? Das ist etwas schwierig. Ja, und hat auch eben wieder gesagt, er ist nicht müde. Ich so, oh mein Gott. Aber dann schläft er mir um 17, 18 Uhr ein. Das ist natürlich auch eine blöde Zeit irgendwie. Dann probiere ich jetzt heute zum ersten Mal von Love the Glorious Highlighter und Bronzing Palette. Die hatte ich damals bei dem Event das erste Mal gesehen. Die sieht so aus. Es gibt, das ist jetzt die dunklere. Ich weiß nicht, ob die jetzt zu dunkel sein wird, aber ich fand da den Highlighter auch so schön, weil der so ein bisschen golden schimmert. Den wollte ich unbedingt mal probieren. Also wenn der Bronzer zu dunkel sein sollte, muss ich zur helleren switchen. Ich zeige euch gerade auch nochmal die hellere Version davon. Ich glaube, vielleicht nehme ich doch lieber die. Ich glaube, die andere ist doch zu dunkel. Ich bin jetzt auch gar nicht gebräunt irgendwie. Ich glaube, ich nehme doch lieber die. Und da ist der Highlighter auch sehr, sehr schön. Da ist er eher so champagnerfarben, finde ich. Und der andere ist sehr golden. Beide wunderschön. Erstmal den Bronzer. Ich neige dazu, immer zu viel von zu benutzen. Deswegen ist, glaube ich, bei mir besser, wenn ich eine Nummer heller nehme. Ja, und das ist eigentlich schon dunkel genug. Ich werde übrigens eine ganz tolle Weihnachtsüberraschung für euch haben. Denn ich arbeite da an etwas, an einer Weihnachtskollektion. Und da bin ich schon total gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Das ist alles noch ganz neu und ganz frisch, aber das wird richtig gut. Und ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Als Blush nehme ich Make You Mine von MAC. Ich finde den sehr herbstlich und das ist so ein schöner, warmer Ton irgendwie. Mag ich im Herbst sehr gerne. Muss man nur dosiert anwenden, weil der sonst echt schnell zu dunkel wird. Also ich passe da jetzt mal auf. Und trage den vorsichtig mit einem Pinsel auf. Ich merke gerade, dass ich voll die seltsame Reihenfolge habe, mich zu schminken. Und dass ich gerade das komplette Gesicht erst fertig mache, anstatt die Augen. Keine Ahnung, ich bin da irgendwie manchmal so voll confused. Eigentlich mache ich immer zuerst die Augen und dann mache ich so den Rest vom Gesicht fertig. Und jetzt mache ich irgendwie erst das Gesicht. Ist ja auch eigentlich egal. Ja, und dann benutze ich mal den schönen Highlighter hier. Metallic Highlighter steht dabei und trage den mit meinem Pinsel auf. Ich bin jetzt echt gespannt, wie der aussieht. Wow, oh mein Gott. Das war wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten. Way, also der ist ja richtig in your face. Okay, nichts mit dezenter Highlight. I like it. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass der so intensiv ist. Krass. Über die Oberlippe und auf die Nasenspitze. Und ich versuche jetzt, weil ich das immer mache und ihr immer sagt, ich male meine Nase optisch viel zu lang, dass ich wirklich nur die Nasenspitze highlighte und nicht die ganze Nase. Und ihr habt echt recht, weil ich hab das Gefühl, meine Nase wird sowieso immer größer mit den Jahren. Ich hatte früher mal eine Stupsnase, ich weiß nicht, wo die hin ist, aber meine Nase wird gefühlt immer größer. Nasen verändern sich halt mit der Zeit, ne? Und für die Augen benutze ich meine Huda Beauty Palette. Die habe ich ja relativ neu, finde ich richtig schön. Und ich finde die perfekt für den Herbst, weil die so schöne warme Töne hat. Moment, ich zeige es euch gleich nochmal. Das sind die Farben. Mega, mega schön. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich ein mattes Make-up vielleicht auch mal schminken soll. Weil ich immer dazu neige, immer in Glitzertöne zu gehen. Ich glaube, ich mache jetzt mal komplett matt.
Ach, und was jetzt so blöd ist, ich gehe ja morgen die Wimpern machen. Das heißt, ich habe heute keine falschen Wimpern da. Voll der Fail. Ich hoffe, dass der Look auch ohne falsche Wimpern schön aussehen wird. Ich beginne jetzt einfach mal mit dieser matten braunen Farbe Sandalwood, nennt die sich. Sandalwood. Habe ich das also richtig ausgesprochen? Wenn nicht, wäre es peinlich. Gibt es mit so einem fluffigen Pinsel in meine Lidfalte. Was sind eigentlich eure liebsten Arten von Videos zu schauen? Ich bin da immer total flexibel, selber, wenn ich Videos gucke. Ich gucke eigentlich am häufigsten Vlogs. Und wenn ich mich selber so fertig mache und schminke, dann liebe ich es, Make-up-Tutorials zu gucken. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Dann hat man auch gleich mehr Lust, sich zu schminken. Oder wenn ich weiß, ich muss einen Großputz machen, gucke ich zum Beispiel auch super gerne so Putzvideos. Das motiviert einen immer irgendwie voll, ich weiß nicht. Und danach nehme ich die Farbe Henna, sieht jetzt schön aus mit meinem kaputten Nagel, und gebe die nochmal so ein bisschen in meine Lidfalte, im äußeren Drittel. Muss sagen, die Farben lassen sich auch sehr gut verblenden. Wer für die 65 Euro oder was auch immer diese Palette gekostet hat, aber auch eine Schande, wenn es nicht so wäre. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht auf den Preis geachtet, wo ich die gekauft habe. Stand an der Kasse und habe einen kleinen Herzinfarkt bekommen. Mhm. Irgendwie, ich weiß nicht, da war so viel los, dass ich noch nicht mal das Preisschild richtig lesen konnte und habe mir nur die Palette da rausgenommen und dachte mir so an der Kasse, oh mein Gott, oh Gott, warum ist die so teuer? Voll unentschlossen. Ich nehme die Farbe Bossy. Das ist so ein matter, braun, Bärenton, würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Was auch gut ist an den Lidschatten, muss ich sagen, merke ich gerade auch wieder, gerade wenn man auch so ein paar bisschen dunklere Töne verwendet, dass der nicht so bröselt und einem irgendwie komplett unterm Auge hängt, weil das hasse ich. Gerade wenn man so Smoky Eyes macht, ne? Ich habe den Milan letztens mal gefragt, ob er überhaupt ein Geschwisterchen haben möchte. Ich weiß gar nicht, ob er das so richtig verstanden hat und ob er lieber eine Schwester oder einen Bruder haben möchte. Und dann hat er gesagt, er möchte einen Bruder. Oh Gott, wie niedlich, oder? Okay, ich gebe mir jetzt einfach noch so einen Kajalstift unter meine Wasserlinie. Auf meine Wasserlinie, besser gesagt, das sieht immer so ein bisschen eklig aus. Und dann nehme ich nochmal die gleichen Lidschattenfarben von eben und gebe die nochmal so an meinen Wimpernkranz. Und dann nehme ich die Farbe Moondust aus der Palette und gebe die in meinen inneren Augenwinkel und unter den Augenbrauen Bogen und die ist auch schimmernd. Weil der Rest ist ja matt. Schöne Farbe. Und ich ziehe mir jetzt einen Lidstrich und zwar verwende ich da von Bare Minerals Lash Domination in kleiner. Ich muss sagen, es ist nicht mein Favorit. Mein Favorit ist von NYX und der ist mir kaputt gegangen. Also der ist so vorne ausgefranst. Ich habe den mit der Kappe doof zugemacht und den kann ich jetzt nicht mehr benutzen. Ich glaube, ich habe es verkackt. Aber da habe ich eine Lösung. Und zwar nehme ich dann immer schwarzen Lidschatten und smoke ein bisschen so mein Auge aus. Wisst ihr, was ich meine? Dann sieht man das nicht mehr. Ja, man muss seine Tricks nur kennen. Jetzt war noch meine Speicherkarte leer. As usual. Super vorbereitet, wie immer die Saskia. Ich benutze jetzt die Mascara von L'Oreal Paradise. Die finde ich ganz gut, weil das Bürstchen doch sehr dick ist. Und die eigentlich echt schöne Wimpern macht. Natürlich hat keine Mascara dieser Welt, finde ich, einen Falschwimpern-Effekt. Aber die ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und ich freue mich, wie gesagt, morgen auf meine Lash Extensions. Und als Lippenstift habe ich mir jetzt einen ausgesuchten Matten von Love. Love Potion. Ja, der sieht so aus. Richtig schöne Farbe. So ein Mauve-Nudeton-Matter. Ich wollte diesmal nichts mit roten Lippen machen, weil das habe ich schon so oft gemacht. Und ich glaube, das macht auch sowieso jeder auf YouTube. Deswegen dachte ich, ich mache etwas sehr Tragbares für den Alltag, für den Herbst. So, und das ist der fertige Look. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich finde, das ist ein sehr schönes Make-up, ein tragbares Make-up. Ein Make-up, mit dem ich mich wohl fühle und nicht irgendwie angemalt, obwohl die Lippen schon ein bisschen stärker jetzt im Fokus sind. Und ich hoffe natürlich, dass dieses Style & Talk Video euch gefallen hat und wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Dann wird es bestimmt wieder ein Follow Me Around geben oder ein Adventskalender-Unboxing. Ich gucke mal. Und ja, falls ihr meine Videos nicht mehr verpassen wollt, lasst mir sehr gerne ein Abo da, weil ich weiß, dass viele meine Videos nicht angezeigt bekommen, was sehr schade ist. Und aktiviert auch unbedingt die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video online ist. Und wie immer Mittwoch 17 Uhr und Sonntag um 11. Ja, gut, hätten wir das auch geklärt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ciao.